die Jungs, die wollen eine hübsche Freundin, dann wollen eben Sex, Alkohol, Party. Und ich habe so voll mein Leben darin gesehen. Ich habe gedacht, hey, der redet gerade von mir, warum redet der von mir? Der kennt mich doch gar nicht. Ich bin im frommen Elternhaus aufgewachsen. Heißt, wir sind früh in den Gottesdienst gegangen, sonntags, und haben halt daheim gebetet. Aber mit 14, 15 hatte ich da einfach keine Lust mehr drauf. Es war alles ziemlich langweilig für mich, das ganze Sache mit Gott. Und was soll ich da überhaupt? Ich will lieber ausschlafen oder eben früh Fußball spielen. Und bin dann nicht mehr mitgegangen. Mit 16 habe ich dann angefangen, einfach auf das, was ich so Bock hatte. Party, Alkohol eben, Frauen, Mädchen, genau. Auch so Drogen, gekifft eben. Fußballspielen angefangen im Verein eben. Vereinsfußball, Fußball war mir sehr wichtig. Habe darauf so mein Leben gesetzt. Wo ich dann 18 wurde, habe ich dann angefangen, gar nicht mehr auf meine Eltern zu hören. Das heißt, ich bin dann auch früh heimgekommen, 5 oder 6 Uhr früh, durfte ich ja mit 18. Habe gemacht, was ich wollte. Ja, hatte immer stinkbesoffen, wo ich heimgekommen bin. Bin in meiner eigenen Kotze aufgewacht. Auch, war einfach fertig und kaputt. Aber es war mir eigentlich egal. Am gleichen Tag bin ich dann gleich wieder weitergegangen. Und einfach so ein cooles Leben. Andere haben zu mir gesagt, ja, bist ein cooler Typ, so ein geiler Typ. So. Und ja, haben sie mich so ein bisschen bewundert, so wie ich das immer so alles mache. Irgendwann wurde es immer alles schlimmer. Ich war dann auch auf dem Ballermann zum Beispiel eine Woche. Und ja, da geht es eben ums Saufen und auch Frauen eben. Ich war auch einmal fast draufgegangen, weil ich im Meer fast ersoffen bin. Ein Kumpel von mir hat mich dann rausgezogen. Da war ich sehr froh drum, weil ich einfach viel zu viel getrunken habe. Dann einfach immer so weitergelebt, Tag für Tag, Woche für Woche. Bin dann auch unter der Woche weggegangen, habe das Saufen angefangen. Ja, und habe einfach so just life gedacht. Früh bin ich dann joggen gegangen, weil ich ein ziemlich wichtiges Fußballspiel hatte und wollte da einfach fit sein. Und habe mir einfach gedacht, du könntest mal wieder so in den Gottesdienst gehen, früh am Sonntag. Okay, bin ich gegangen und da hat so ein junger Mann gepredigt und hat so über die Welt so und über die jungen Leute gepredigt, was sie so wollen. Eben die Jungs, die wollen eine hübsche Freundin, dann wollen eben Sex, Alkohol, Party und einen guten Job und all diese Sachen halt. Einfach so ein cooles Leben haben. Und ich habe so voll mein Leben darin gesehen. Ich habe gedacht, hey, der redet gerade von mir. Warum redet der von mir? Der kennt mich doch gar nicht. Ja, das hat mich ziemlich angesprochen. Ich kam ziemlich ins Nachdenken. Und einige Wochen später war auch ein älterer Herr an der Kanzel gestanden. Und der hat gesagt, dass eben Gott nicht so ein Schubladengott ist, dass du reingreifst, ihn rausholst. Und jetzt brauche ich ihn gerade. Und dann, wenn ich ihn nicht brauche, tue ich ihn wieder rein. Und ja, ciao. Und das habe ich so ein bisschen begriffen, dass Gott nicht auf mich angewiesen ist. Aber irgendwie habe ich gemerkt, es gibt Gott und ich will ihn auch finden oder ich will was mit ihm zu tun haben. Ich habe da einfach gebetet, Gott, ich möchte dich bitte finden, lass mich dich bitte finden. Ein paar Wochen später wieder habe ich mit einem Freund immer wieder eine Bibel gelesen. Er war eben Christ und ich habe mich so drauf eingelassen. Und das war auch immer ein gutes Gespräch. Ich habe ihm Fragen gestellt, knifflige Fragen, was mich so bewegt hat. Ich habe dann eine CD von meiner Mutter bekommen. Die hat sie mir mal mitgebracht in meine Wohnung. Und das war Jesus unser Schicksal von Pastor Wilhelm Busch, ein evangelischer Pfarrer. Und das hat mich sehr angesprochen. Der sagt, er fürchtet kein Wort so sehr wie das Wort verloren. Und ich habe mir gedacht, Joel, dieser ganze Mist, dieser ganze Dreck, den du gemacht hast, der ist vor Gott Sünde. Das habe ich gewusst. Jetzt in den letzten Wochen habe ich es einfach mitbekommen, dass das Sünde ist vor Gott. Was ich alles gemacht habe, diese ganzen Weibergeschichten, das Saufen, Schlägereien, all diese Sachen, das möchte Gott einfach nicht. Und ich habe das kapiert und habe kapiert, dass ich verloren bin. Und ich bin dann zu meinem Kumpel gefahren mit dem Bus und habe zu ihm gesagt, ich möchte Frieden haben mit Gott. Und er hat gesagt, es geht mit Jesus Christus. Und geh zu ihm hin, sag ihm das und sag ihm, dass du mit ihm leben willst und dass du ihm dein Leben geben willst. Ja, und das habe ich dann gemacht. Ich habe gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, ich habe ganz schön viel Mist in meinem Leben gebaut. Es tut mir leid. Und ich möchte dich bitten, komm in mein Leben. Und ja, danach habe ich mich auch einfach
Das war jetzt nichts Spirituelles oder so mit Kerzenschein und was weiß ich, so Sachen. Sondern ich habe einfach gemerkt, da hat sich jetzt was bei mir verändert. Ich habe Gott gefunden. Ich habe meinen Frieden mit Gott. Ich habe wirklich in mir Frieden gehabt. Ich war glücklich und ich habe diesen ganzen Mist nicht gebraucht mit Party und ich muss dahin und ich muss mich da blicken lassen, weil die Leute kennen mich und das Mädchen oder das Mädchen. Und ja, das habe ich nicht mehr gebraucht. Ich war einfach glücklich mit Gott und das hat mich sehr gefreut. Und Gott hat einfach auch mein Leben geändert. Es waren, sind immer noch schwierige, manchmal schwierige Sachen, was mir nicht so gefällt. Ich breche mir immer noch das Bein beim Fußball und ich weiß nicht warum. Aber ich weiß, dass Gott alles in der Hand hat und Gott seine Hand über mich hält und ich in seiner Hand bin und er mich beschützt. Und ich, ja, vor allem, ich weiß, wo ich hingehe. Das ist das Schöne. Ich freue mich sehr darüber, dass ich weiß, dass ich wirklich, dass es mein Vater im Himmel einfach ist. Genau. Dass Jesus Christus mein Leben gerettet hat am Kreuz. Und ich wünsche dir einfach auch, dass du darüber nachdenkst, was das Leben so bringt. Ich habe nicht darüber nachgedacht lange Zeit. Und jetzt habe ich zum Glück, Gott sei Dank, besser gesagt, darüber nachgedacht. Ja, und durfte jetzt eine feste Entscheidung dafür treffen, für Jesus Christus. Und dadurch habe ich eben Frieden mit Gott. Und darüber freue ich mich sehr.